Ein starkes Immunsystem, keine Erkältung mehr, eine eiserne Willenskraft. Das alles verspricht das Duschen mit kaltem Wasser. Heutzutage gibt es diverse Techniken zum kalten Duschen, unter anderem auch eine Meditationstechnik, die Yogis anwenden. Welche Magie befindet sich hinter dem kalten Duschen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Ich selbst habe es jetzt schon ein paar Wochen ausprobiert. Was die richtige Technik für dich ist und wie kaltes Duschen dein Leben verbessern kann, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! In letzter Zeit hatte ich immer wieder mit Erkältungen zu kämpfen. Deshalb suchte ich nach einer Möglichkeit, mein Immunsystem zu stärken. Am besten natürlich, wenn ich das Ganze mit Meditation verbinden könnte. Und ich bin sogar fündig geworden. Im Yoga gibt es das sogenannte Ishnan. Hierbei soll Achtsamkeit mit dem kalten Duschen in Verbindung gebracht werden. Zugegeben, das hört sich etwas masochistisch an, aber es hat viele richtig gute Vorteile, auf die man nicht verzichten sollte. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, was im Körper bei einer kalten Dusche passiert und was sich im Körper dadurch verändert. Dann zeige ich dir die Vorteile, die beim Duschen dadurch entstehen. Im Anschluss stelle ich dir drei verschiedene Techniken vor und am Ende erfährst du, welche Technik ich selbst nutze und welche Vorteile sich heute schon bemerkbar machen. Wie immer siehst du hier oben das Inhaltsverzeichnis. In der Videobeschreibung findest du die entsprechenden Zeitmarken, damit du direkt zu den einzelnen Passagen springen kannst. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Was passiert im Körper, wenn wir morgens kalt duschen? Im Schlaf hat sich unser Blutkreislauf auf die Durchblutung unserer inneren Organe konzentriert. Mit einer kalten Dusche schießt das Blut aus dem Körperinneren in die äußeren Körperregionen. Die Durchblutung in unseren Kapillargefäßen wird gefördert und wir aktivieren unseren Körper sofort. Deswegen fühlt man sich nach einer kalten Dusche auch so frisch und lebendig. Das kalte Duschen kann dir also auch den Kaffee am frühen Morgen ersparen. Durch den schlagartigen Wechsel von warm zu kalt werden deine Blutgefäße verengt und anschließend wieder geweitet. Das hat einen bedeutenden Trainingseffekt. Dein Körper lernt besser mit Temperaturschwankungen umzugehen. Der Kälteschock stellt für den Körper einen Reiz dar. Der Körper antwortet darauf, indem er seine Immunabwehr stärkt. Menschen, die ihr Immunsystem durch Reize mit kaltem Wasser trainieren, sind oft nur ganz selten erkältet. Und wenn es sie mal erwischt, dann längst nicht so stark wie gewohnt. Während der Dusche werden eine Menge unterschiedlicher Hormone ausgeschüttet. Unter anderem auch endogene Morphine, also körpereigene Glücksgefühle. Das steigert die Stimmung und lindert Schmerzen, beispielsweise bei Rheuma. Bei Männern kommt es sogar auch zu einer erhöhten Testosteronproduktion. Nun, wie du siehst, passiert im Körper beim kalten Duschen jede Menge. Riesig ist auch die Palette an Vorteilen, die man dadurch gewinnt. Diese möchte ich dir jetzt ganz kurz aufzählen. Wenn du die genaue Erklärung wissen möchtest, warum diese Vorteile beim kalten Duschen entstehen, dann kannst du auch gerne den verlinkten Artikel in der Videobeschreibung anschauen. Dort habe ich es nochmal ganz ausführlich geschildert. Zunächst einmal kann kaltes Duschen beim Abnehmen helfen, denn dadurch wird der Stoffwechsel angeregt. Und dadurch, dass der Körper ja auch aufgewärmt wird, muss zusätzlich Energie aufgewendet werden. Die Haut und Haare werden besser, weil sie einfach besser durchblutet werden und so wichtige Nährstoffe besser in die Zellen gelangen können. Viele Menschen berichten auch davon, dass kaltes Duschen deinen Schlaf verbessern kann. Also nicht das kalte Duschen kurz vorm Schlafen gehen, sondern halt das kalte Duschen am frühen Morgen. Vor dem Schlafen gehen sollte man auf jeden Fall nicht kalt duschen. Das kalte Duschen steigert die Willenskraft und die Disziplin, weil jeden Tag in der Früh steht man vor so einem kleinen Kampf, denn ans kalte Wasser wird man sich nicht so schnell gewöhnen. Und ja, durch diesen kleinen Kampf steigert man einfach seine Willenskraft und Disziplin. Das kalte Duschen stärkt das Immunsystem, denn wie bereits erwähnt, es ist ein Reiz oder ein Angriff auf das Immunsystem und der Körper antwortet damit, indem er einfach das Immunsystem stärkt. Das kalte Duschen hilft dabei, die Körpertemperatur natürlich zu regulieren, denn jeden Tag in der Früh, wenn man ja kalt duscht und der Körper sich von selbst aufwärmen muss, lernt der Körper einfach besser, mit einem kalten Körper umzugehen und diesen von selbst wieder aufzuwärmen. Eine kalte Dusche lindert den Muskelkater und fördert die Regeneration. Das sieht man oft bei Spitzensportlern wie Fußballer, die sich dann nach einem Turnier in ein Kältebad oder in eine Kältekammer stellen, um sich einfach schneller zu regenerieren.
Das kalte Duschen wirkt entzündungshemmend, also man ist besser gewappnet vor Keimen und Bakterien, die einfach schlimme Infektionen bei einem auslösen können. Und das Ganze hat auch einen kollektiven Sinn, und zwar kann es dabei helfen, dass einfach nicht mehr so viel Antibiotika eingesetzt werden muss, und so können einfach Bakterien, die halt antibiotikaresistent werden, reduziert werden. Das kalte Duschen kann sogar den Muskelaufbau fördern. Also für diejenigen unter euch, die trainieren, kann es besonders interessant sein, denn durch die kalte Dusche werden Hormone ausgeschüttet, unter anderem auch Testosteron, das ja für den Muskelaufbau wichtig ist. Das waren also die Vorteile im Allgemeinen. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie funktioniert das kalte Duschen? Muss ich da einfach nur unter die Dusche gehen, kalt aufdrehen und gut ist? So einfach ist es auch nicht, denn es gibt verschiedene Techniken fürs kalte Duschen. Prinzipiell gibt es heute ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, und drei davon haben mich besonders angesprochen, und die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Erstens das Ishnan. Auch in den Yogakreisen sind die tollen Wirkungen des kalten Wassers bekannt. Der Yogi Bhajan ist der Begründer des Ishnan. Darunter versteht sich ein ganzer Lebensstil, der das kalte Duschen umfasst. Hierbei wird besonders großer Wert auf das Körpererleben gelegt. Hierbei soll man mit seinem vollen Bewusstsein den Kälteschock ganz achtsam wahrnehmen. Dabei geht man folgendermaßen vor: Bevor man in die Dusche springt, treibt man sich mit Mandelöl ein, also es geht natürlich auch anderes Öl. Das Öl soll Giftstoffe aus dem Körper binden, die Haut geschmeidig machen und den ersten Kontakt mit dem kalten Wasser erträglicher gestalten. Anschließend duscht man sich mit kaltem Wasser ab. Man beginnt zunächst mit den Füßen und wandert hoch in Richtung Knie. Der Wasserstrahl soll die Muskulatur stimulieren, während man zusätzlich mit der anderen Hand die Muskeln massieren kann. Danach wechselt man auf das andere Bein und macht dann mit den Armen weiter. Erst dann kommt man zum Oberkörper und zum Gesicht. Die Genitalien, die Oberschenkel und der Kopf sollen nicht direkt abgespült werden. Dies soll angeblich den Calcium-Magnesium-Haushalt negativ beeinflussen. Üblicherweise soll man so lange kalt duschen, bis man zu zittern beginnt. Je nach Übung kann dies zwischen 30 Sekunden und mehreren Minuten dauern. Nach der kalten Dusche soll man sich mit einem Handtuch richtig schön warm rubbeln und sich die nächste Zeit warm halten. Ein Tee kann dabei helfen. Zum Ishnan gehört aber nicht nur die kalte Dusche am Morgen, sondern auch das Behandeln mit kaltem Wasser an bestimmten Körperregionen. Wenn man also das kalte Wasser an bestimmte Körperregionen spült, soll das einen heilenden Effekt auf bestimmte Körperregionen haben. Welche Körperregionen für eine bestimmte Heilung zuständig sind, das Ganze habe ich dir auch unten in dem Artikel nochmal genauer beschrieben. Schau auf jeden Fall rein, wenn es dich interessiert. Das Ishnan soll nicht bei Menstruation, Schwangerschaft, Fieber, Rheuma oder Herzproblemen angewendet werden. Aber dies gilt allgemein für das kalte Duschen. Im Übrigen, wer nicht so ganz auf den spirituellen Aspekt dieser Yoga-Technik steht, kann sich auch so einfach kalt abduschen. Wichtig bei dieser Technik ist, übertreibe es nicht direkt zu Beginn, senke erst nach und nach die Wassertemperatur. Kommen wir zur zweiten Technik, der Wechseldusche. Wem es zu heftig ist, sich direkt unter die eiskalte Dusche zu stellen, der wird diese Technik vermutlich lieben lernen. Dabei stellt man das Wasser zunächst auf eine angenehm warme Temperatur und duscht sich so erstmal kurz ab, so dass der gesamte Körper einmal nass geworden ist. Danach nimmt man die Brause in die Hand und stellt das Wasser auf ganz kalt. Am besten so kalt wie möglich. Dann beginnt man mit dem rechten Bein, mit der Stelle, die am weitesten vom Herz entfernt ist. So wandert man das Bein entlang hoch. Hier kannst du auch die Oberschenkel mit abbrausen. Dann wechselst du zum anderen Bein über. Danach machst du mit deinen Armen weiter. Erst rechts und dann links. Lasse dir für jede Extremität 15 Sekunden Zeit. Beobachte dabei ganz achtsam, was passiert. Was nimmst du im Körper wahr? Kannst du spüren, wie die Kälte durch dich dringt? Spürst du, wie dein Körper beginnt zu zittern? Welche Gedanken und welche Gefühle kommen auf? Sei ganz achtsam in diesem einen Moment. Fahre auch mit deinem Körper fort. Dusche Brust und Rücken ab. Deine Genitalien musst du nicht direkt abbrausen. Es reicht, wenn das Wasser einfach darüber läuft. Auch hier kannst du nach 15 Sekunden zum Gesicht und Nacken überwechseln. Die Haare kannst du auch indirekt mit kaltem Wasser abwaschen. Dann kommt der angenehme Teil dieser Technik. Stelle nun das Wasser auf heiß ein.
Auch hier kannst du erst langsam bei deinen Extremitäten anfangen, wenn du möchtest. Diese Duschphase kannst du auch dazu nutzen, um dich mit Seife zu waschen. Achte aber darauf, dass du nicht zu lang heiß duschst. Der Körper soll ja durch den Temperaturwechsel stimuliert werden. Es entsteht dadurch also ein ähnlicher Effekt wie bei der Sauna. Danach folgt dann wieder eine kalte Duschphase. Stelle das Wasser wieder auf Anschlag und dusche wieder deine Extremitäten 15 Sekunden ab, bis du zum Körper übergehst. Danach verlässt du die Dusche und lässt deinen Körper von selbst aufwärmen. Ziehe dich dazu gut an und wickle dich zunächst in eine Decke ein. Für diejenigen, die sich nicht komplett unter die kalte Dusche stellen möchten und es etwas langsamer angehen wollen, eignet sich die Kneippmedizin. Davon hat sicher jeder schon mal was gehört. Das berühmte Kneippbecken wurde nach Sebastian Kneipp benannt. Der Naturheilkundler lebte im 19. Jahrhundert und machte zu dieser Zeit die Kaltwassertherapie publik. Durch Behandlungen mit kaltem Wasser heilte er bei sich vermutlich Tuberkulose und auch viele andere Menschen von vielen verschiedenen Krankheiten. Es gibt heute über 100 verschiedene Kneipp-Anwendungen. Jede einzelne hat ihre spezifische Wirkung auf den Körper. Die berühmteste Anwendung ist das Wassertreten. Stellvertretend hierfür ist das Bild, wie eine Gruppe Rentner im Kreis durch ein Wassertretbecken läuft. Diese Anwendung hat ähnliche Effekte wie das kalte Duschen des gesamten Körpers. Es härtet ab, stärkt das Immunsystem, hilft gegen Müdigkeit, Stress, Haarausfall, Bluthochdruck, Schwindel und vieles mehr. Was viele gar nicht so bedenken: Man benötigt hierfür gar nicht mal so ein Kneippbecken. Das Ganze kann man auch daheim in der Badewanne oder in einem Eimer praktizieren. Einfach kaltes Wasser einfüllen, die Füße immer wieder abwechselnd ins Wasser eintauchen und auf der Stelle gehen. Je kälter das Wasser ist, umso kürzer ist die Anwendungsdauer. Danach trocknet man die Füße wieder ab und lässt sie durch den Körper wieder aufwärmen. Was viele nicht glauben können: Diese Technik hilft wunderbar gegen kalte Füße. Durch die Abschreckung im kalten Wasser wird die Durchblutung gefördert und der Körper lernt wieder, genau diese Körperstelle zukünftig warm zu halten. Interessant sind auch die anderen Kneipp-Anwendungen wie Armbäder, Kopfbäder, Nasenbäder und vieles mehr. Verschiedene gängige Behandlungen habe ich dir auch unten in dem Artikel verlinkt. Es gibt noch so ein paar allgemeine Sachen, die man beachten sollte, und das gilt für alle Regeln. Sorge nicht dafür, dass dein Körper auskühlt. Wenn du bereits kalt bist, dann ist es kontraproduktiv, den Körper zusätzlich mit kaltem Wasser zu beanspruchen. Die Anwendungen mit kaltem Wasser sollen nur auf einen warmen Körper erfolgen. Deswegen ist es empfehlenswert, die kalte Dusche direkt nach dem Aufstehen zu machen. Dann ist der Körper vom Bett noch schön aufgewärmt. Weiterhin sollte man diese Technik nicht verwenden, wenn man bereits erkältet ist oder eine Grippe hat. Das kalte Duschen ist eine Vorsorgetechnik, um sich vor Krankheiten zu schützen, nicht um sie zu behandeln. Kneippanwendungen können hierbei eine Ausnahme bilden. Dazu sollte man sich aber immer mit einem Arzt absprechen. Nun, da du jetzt voll aufgeklärt bist, erzähle ich dir noch ganz kurz, welche Technik ich selbst anwende. Bei mir ist es jetzt zu einer super Morgenroutine geworden. Nachdem ich aufstehe, mache ich zunächst den Wasserkocher an. Dann stelle ich mich unter die Dusche und brause mich abwechselnd mit warmem und kaltem Wasser ab. Also die Wechseldusche, von der ich vorhin erzählt habe. Dabei achte ich auf eine möglichst meditative, achtsame Haltung. Hier beginnt also schon meine erste Meditationsübung. Nach der kalten Dusche schütte ich mir einen Tee ein. Danach wickle ich mich in eine warme Decke, spiele Meditationsmusik ab und meditiere eine Viertelstunde. Es ist eine Art Achtsamkeitsmeditation im Sitzen und dabei beobachte ich meine gesamten Sinneseindrücke und alles, was von innen kommt. Also alles, was ich in meiner Umwelt wahrnehme und dann noch meine Gefühle und Gedanken. Wenn du genau wissen willst, wie ich bei dieser Meditation vorgehe, dann schau dir auf jeden Fall mal diese Videoreihe hier an, die ich dir auch unten verlinke. Dort findest du eine tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs richtige Meditieren. Nach diesen 15 Minuten Meditation gönne ich mir den Tee, der bis dahin die perfekte Trinktemperatur hat, und starte mit einem tollen Frühstück in den Tag. Wenn man das kalte Duschen also mit einer schönen Morgenroutine verbindet, dann kann das sogar richtig viel Spaß machen. Auch die Wechseldusche finde ich eigentlich eher angenehm als unangenehm. Ich denke, es ist optimal zum Einstieg.
Vielleicht möchte ich später mal die Wechseldusche durch das Ishnan ersetzen, vielleicht aber erst im Sommer, wenn mein Immunsystem schon etwas stärker ist. So, das war's jetzt mit diesem sehr ausführlichen Video zum kalten Duschen. Ich bin der Meinung, dass dieses Thema heute noch viel zu unterschätzt wird und finde es so beachtlich, dass man mit so wenig Aufwand und Kosten so viel Gutes für seinen Körper tun kann. Also ich will das kalte Duschen garantiert nicht mehr in mein Leben missen. Ich merke jetzt bereits nach den wenigen Wochen, dass ich allgemein einfach wacher und leistungsfähiger bin. Mir wird einfach nicht mehr so schnell kalt und vor allem meine Füße nicht. Diese wurden nämlich sonst immer sehr schnell kühl, wenn ich am Schreibtisch saß. Das alles ist jetzt weg. Ob es jetzt mein Immunsystem gestärkt hat, das kann ich jetzt nach dieser kurzen Zeit noch nicht bestätigen. Aber dazu gibt es ja schon genügend Studien, die genau das beweisen. Ich finde, alles in allem ist das kalte Duschen eine super Sache. Mich würde es also auch freuen, wenn du mitmachen willst. Schreib mir einen Kommentar, was du davon hältst und ob du selbst vielleicht schon mal sowas gemacht hast oder ob du heute gleich damit starten willst. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon, zeig ihnen dieses Video, damit möglichst viele Menschen von diesen positiven Wirkungen erfahren. Behandlungen mit kaltem Wasser sind für alle Altersgruppen. Es wäre einfach schade, wenn man diese wundervollen Gesundheitsvorteile einfach verschenkt, nur weil man es sich etwas bequemer machen will. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!